Master Jam. Hallo und herzlich willkommen zu Jam Hates Everything. Ja, ihr könnt auf diesem Channel auch noch meine Hackfresse sehen. Ich habe mich mal ganz besonders nicht schick gemacht und möchte mal über etwas reden, was gerade so auf YouTube passiert. Der ein oder andere von euch wird es schon mitbekommen haben, YouTube fickt gerade ein paar Existenzen und ich möchte mal selber wiedergeben, wie ich das so wahrnehme. Einige YouTuber haben ja schon davon berichtet, dass YouTube gerade vermutlich wegen dem ganzen Kack-Content die Werbeeinnahmen bei vielen YouTubern gerade stark verringert und viele deswegen um ihre Existenz bangen müssen. Ich habe in den letzten Tagen mit ein paar YouTubern und mit ein paar Netzwerkmanagern gesprochen, weil ich mir so ein bisschen den Überblick verschaffen wollte, wie es bei denen so aussieht, denn mich selbst hat es selber krass getroffen. Ihr wisst ja, man darf über die YouTube-Einnahmen offiziell nicht reden und mein Channel ist sowieso so einer, man kann es sich schon denken, von dem man eh nicht gut leben kann. Aber ich muss leider trotzdem sagen, dass sich jetzt deshalb etwas in meinem Leben ändern wird. Meine Einnahmen durch YouTube sind von einem Tag auf den anderen um mehr als 75% gefallen und viele von euch wissen, dass ich zurzeit noch Schüler bin. Das bedeutet also, dass mein kompletter Lebensunterhalt, also meine Wohnung hier in Köln und das, was ich so zum Leben brauche, gerade vom BAföG, Kindergeld und dem Jobcenter abhängt. Und tatsächlich ist das Jobcenter letztes Jahr bei mir weggefallen, weil meine YouTube-Einnahmen zu hoch wurden. Ich musste mich dann letztes Jahr mit den Honks im Jobcenter zusammensetzen, denen erklären, dass man mit YouTube Geld verdienen kann, Schritt für Schritt erklären, wie das funktioniert und dass es kein sicheres Einkommen ist. Soweit, so gut. Mein Einkommen stimmte ja und ich bin völlig zu Recht aus deren System geflogen. Das bedeutete allerdings, ab diesem Tag habe ich kein zusätzliches Einkommen mehr durch YouTube gehabt. Ich habe lediglich den Staat nicht weiter belastet, weil ich für mich selbst sorgen konnte. Also kurz zusammengefasst, das Geld, was ich in letzter Zeit mit YouTube verdient habe, wäre das gewesen, was ich sonst vom Jobcenter bekommen hätte. Das war mir aber eh egal und ich habe es eher positiv gesehen, weil ich noch niemals YouTube-Videos gemacht habe, um damit Geld zu verdienen, sondern nur, um mich kreativ auszutoben und euch eine Freude damit zu bereiten. Außerdem musste ich mich dann nicht mehr alle drei Wochen ins Jobcenter setzen und mich rechtfertigen, wo denn die 10 Euro mehr im Monat herkommen. Und das hat mein persönliches Stresslevel um ein Vielfaches verringert. So, nun ist es plötzlich so, dass YouTube diesen Wechsel hat, von dem auf einmal mega viele Leute betroffen sind. Meine Existenz ist dadurch nicht gefährdet. Ich habe lediglich jetzt während meiner Prüfungsphase noch mehr Stress, weil ich wieder zum Jobcenter laufen muss und denen erklären muss, dass die Einnahmen gerade nicht mehr so gut sind. Bis die das wiederum verstanden haben und die Anträge durch sind, dauert es wieder ein paar Wochen. Und wenn es in 2 Monaten dann auf YouTube wieder andersrum aussieht, muss ich wieder dahin gehen und mich rechtfertigen. Tja, ist jetzt halt Pech. Ich habe jetzt ein bisschen Stress deswegen, aber noch lange kein Problem wegen meinem Lebensunterhalt. Und leider muss man sagen, es geht nicht allen so wie mir. Um mal ganz kurz in den eigenen Kreisen zu bleiben, Chan und Tenz sind Vollzeit-YouTuber und in ihrer Haut möchte ich gerade nicht unbedingt stecken. Aber sowohl die beiden als auch ich haben vielen anderen YouTubern einen Punkt voraus. Wir haben eine abgeschlossene Ausbildung, ich glaube Chan sogar 2 und ich bin gerade an meiner 2. Und ich habe mich von Anfang an, seit wir auf YouTube erfolgreich wurden, dazu entschieden, dass YouTube mein Hobby bleibt und es eine Nebeneinkunft ist und ich nebenbei noch was Richtiges machen möchte. Also nicht, dass das jetzt nichts Richtiges wäre, YouTube ist wirklich harte Arbeit und Props an jeden, der das schafft. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte mir etwas suchen, in dem ich sicher bin. Ich habe auch irgendwie schon immer geahnt, dass etwas wie jetzt irgendwann mal passieren wird. Und glaubt mir, keiner dieser Leute, die ihr gerade guckt, wird mit 60 Jahren noch YouTube machen. Und ich habe auch YouTuber im Freundeskreis, die damals ihr Abitur oder ihre Schulbildung für YouTube abgebrochen haben, wo ich mir so denke, was macht ihr jetzt? Ich werde jedenfalls meinen Kram genauso weitermachen, ob ich jetzt groß was verdiene oder nicht und werde gespannt zuschauen, wie es jetzt auf YouTube noch so weiterläuft. Mich würde interessieren, wie ihr, also du, ja genau du, der typische YouTube-Zuschauer darüber denkt und auch die YouTuber, die von diesem Problem betroffen sind und die dieses Video hier vielleicht gerade sehen. Tobt euch mal bitte in den Kommentaren raus, ich werde versuchen, alles zu lesen und so viel wie möglich davon zu beantworten. Und ich würde sagen, wir sehen uns sonst Freitag bei Lustige Witze wieder, dem kreativsten Format auf YouTube. Haut raus!